Alter, nein! Es kommen zu viele. Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spielen wir The Escapist The Walking Dead. Und im normalen The Escapist geht es ja darum, dass man aus dem Gefängnis ausbricht. Aber bei The Escapist The Walking Dead geht es eigentlich nur um The Walking Dead. Und es hat eigentlich nur den Grafikstil von The Escapist. Und wir fangen an mit dem ersten Level. Police Deputy Rick und sein Partner Shane befinden sich in einer tückischen Situation, als sie vor einem... Ich konnte nicht zu Ende lesen. Das ist nicht gut, gib mir Deckung. Rick. Benutze WASD, um Rick zu seinem Schreibtisch zu bewegen. Wenn er neben dem Schreibtisch steht, drücke linke Maustaste, um ihn zu öffnen und alle Gegenstände herauszuholen. Also es ist ja eigentlich wie in der Serie, weil Rick wird ja auch in der Serie angeschossen und dann wacht er ja auch im Krankenhaus auf. Und ist ja auch, weil eigentlich ist auch in der Serie, weil The Walking Dead ist auch meine absolute Lieblingsserie. Und eigentlich ist Daryl mein Lieblingscharakter, aber ist ja logisch, dass man im Spiel dann Rick spielt, weil Rick halt der Hauptcharakter ist. Was hier? Rucksack. Band 1, gute alte Zeit. Wie schließe ich das jetzt? Achso, Rechtsklick. Ich meine, Escape. Was ist das hier? Kissenbezug. Also ja, weil Daryl ist bei mir auf Platz 1 und Rick ist bei mir eigentlich auf Platz 2. Bei meinen Lieblingscharakteren. Stück Seife. Drücke C und benutze die Gegenstände in deinem Inventar, um etwas Nützliches herzustellen. Hier und das. Notdürftiger Schlagstock. Okay, mit E können wir die Waffe ausrüsten. Oh, das sind Zombies. Oder ein Zombie ist da. Markiere das Angriffssymbol, das sich zur Linken des Inventars befindet, mit Linksklick. Das hier? Wenn dein Ziel in Reichweite ist, drücke wiederholt Rechtsklick, um anzugreifen. Und wir haben ihn getötet. Du suche den Streuner, um nützliche Gegenstände zu finden. Drücke C und benutze die Gegenstände in deinem Inventar, um etwas Nützliches herzustellen. Okay, das kennen wir ja schon. Wähle zuerst den schwachen
Fräser in deinem Inventar aus, drücke dann Linkstick, um eine Öffnung in die markierte Belüftungsabdeckung zu fräsen. Ja, mach ich doch. Ah, jetzt geht's. Noch ein Rucksack. Band 2, ein langer Weg. Oh, da sind viele Zombies. Und da ist noch ein Rucksack. Oh shit, weg hier. Eine Pistole. Verlasse selbst den Raum, wähle mit Linkstick die Pistole aus und halte Rechtsstick oder Leertaste gedrückt, um die Waffe zu ziehen. Nimm den Streuner ins Visier und drücke wiederholt Linkstick, um zu schießen. Ah, cool. Wie komme ich dann runter? Ah. Robuste Schaufel. Wenn du auf einem freien Feld gräbst, kannst du nach oben graben und aus dem Loch klettern. Nein! Alter, nein! Es kommen zu viele. Nein! Ich wollte den Rucksack noch durchsuchen. Nach seinem ersten Zusammenstoß mit den Untoten schleppt Rick sich weiter, verwirrt und voller Angst. Nachdem er einen Fremden namens Glenn getroffen hat und in dessen Lager eingeladen wurde. Oh Mann, ich kann nie fertig lesen. Okay, starten wir gleich mal das zweite Level, oder? Nach seinem Drängen und der Behauptung, wirklich gut schießen zu können, entscheidet sich Rick, seinem Sohn Carl zu erlauben, ihn und Tyrese. Ich glaube, da vorne ist etwas. Bitte schieß mich nicht. Es war ein Unfall, ich schwöre es. Die Farm, auf der ich lebe, dem Sohn des Kerls, dem dieser Ort gehört, wurde in den Fuß geschossen. Während des Jagdausflugs wird Karl versehentlich von einem örtlichen Farmgehilfen namens Otis angeschossen, da er seine Handlung bereut. Rick, ich hoffe, dass du dich trotz der aktuellen Situation wenigstens ein bisschen ausruhen konntest, aber ich will, dass du weißt, dass sich Carl in guten Händen befindet und ich alles tue, was ich kann.
Otis hat mir versichert, dass es wirklich ein Unfall gewesen sei und ich glaube ihm. Ich hoffe, du kannst, das kannst du auch. Wenn du wieder wach bist, solltest du an der Zählung teilnehmen und deine Überlebensmoral aufrechthalten. Ich komme später wieder zu dir, Rick. Okay, dann gehen wir mal zur Zählung. Tägliche Routinen. Als Anführer der Gruppe kannst du die Bedrohung durch die Streuner eindämmen, indem du konsequent an der Zählung teilnimmst, an Gruppenmahlzeiten teilnimmst, Aufträge abschließt. Nicht vergessen, behalte den Überblick über diese täglichen Routinen, um deine Überlebenden zu kümmern und das Innere eures Unterschlupfes frei von Streuern zu halten. Folge dem roten Pfeil zu jeder Routine. Nimm am Frühstück teil. Es gibt Tageszeiten, an denen du keine täglichen Routinen hast. Das ist am Morgen. Alter, ich kann die zu Ende lesen. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Soll ich das öffnen? Ich tue es mal lieber nicht. Das ist noch ein Rucksack. Noch eine Pistole. Ja, das wäre auch sehr schlecht gewesen, wenn ich es geöffnet hätte, ohne dass ich eine Waffe habe. Wie viele sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5. Ich denke aber, das sind doch mehr als 5. Eine Sichel, Ernte, Garn und Bauanleitung. Herstellungsanleitung für Hackbeil. Ernte, Garn, Sichel, Holz ist gleich Hackbeil. Der Chopper ist eine Nahkampfwaffe, die ernsten Schaden anrichten kann. Rufe mit C das Herstellungsmenü auf. Rufe mit Shift, glaube ich, das Journal mit allen Anleitungen auf. Nein. Was brauche ich denn für das Hackbeil? Erfülle den Auftrag. Wäschereistelle Gruppenaufgaben. Noch ein Rucksack. Herstellungsanleitung für improvisierter Griff. Pfeile, Holz ist gleich improvisierter Griff. Die Grundlagen zur Herstellung von Gegenständen wie Schaufeln und Spitzhacken.
Okay, mit. Ah ja, mit Dings. Mit Shift. Okay, hier haben wir die Bauanleitungen. Klebebandpfeile. Pfeile. Versuche immer die Quote zu erreichen, wenn du Arbeiten erlegen musst. Wird die Quote nicht erreicht? Okay. Also das kenne ich schon aus dem normalen Escapist. Führe Rick zu Karls Krankenbett. Ah, da ist er. Nimm die Zange. Brecheisen, Baseballschläger. Nimm die Verbände. Ein Beil. Medizin und ein Kissen. Nimm das Reinigungsmittel. Achso, ich kann nichts mehr tragen. Drücke C und benutze die Gegenstände in deinem. Ja, okay, das kenne ich schon. Also, wir müssen die Verbände hingeben. Die Zange und. Oder? Ist eine Zange? Operationsset. Finde Herschel und gib ihm das. Eben das Operationsset. Zum Öffnen des Inventars eines Überlebenden. Um Gegenstände zu übergeben, stelle dich neben ihn und drücke F. Bringe Herschel dazu, dir zu folgen und bringe ihn zu Karls Bett. Dann gehen wir. Okay. Ich glaube, ich habe sie. Halte ihn fest. Ich habe die Kugel herausgeholt und die Blutung gestoppt. Untersuche die Scheune. Aber okay, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.